Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Runde Hand Showdown. Wir mal unterwegs im Random Trio. Wir haben wieder die Springfield Krack dabei und die Sparks Pistol. Hello. Ja, mal schauen, was diese Runde geht. Doppel Bounty mit Butcher und Scrapbeak am Start. Und direkt vor uns ist erstmal ein Pferd. Das müssen wir gleich erstmal wegmachen. Und dann mal schauen, was geht diese Runde. Ich hoffe, wir machen auch ein bisschen Krack-Damage jetzt mal mit der Springfield-Krack für die Questreihe. So, da haben wir auch gleich Krähen. Perfekt. Bloß nicht aufscheuchen, wenn es geht. I need to get the traps, guys, if you find some. Ja, same. Okay. Die könnte ich auch brauchen. Und da ist sogar eine da hinten. Ja. Okay, die holt er schon. Die Gator Traps, die brauche ich nämlich, glaube ich, auch noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Fuck, da sind direkt Gegner, okay. Ja, was lag hier gerade? Lag hier nicht gerade eine Waffe? Nee, keine Ahnung. Mal kurz oben draufsteigen, ob ich da was sehen kann. Ja, die sind wohl, da wird wohl geschossen bei den Docks. Ist wohl ein Spawnfight, nehme ich an. Oder aber die machen nur die Soundtraps weg mit Schüssen, das kann auch sein. Aber da ist ja teilweise auch mal ganz gerne ein Spawnfighter drüben. Weil da auch zwei Spawns aneinander sind. Ja, oder der Boss ist da, ne? Das kann natürlich auch sein, wie in dem Fall. Alles klar. Wissen wir Bescheid, das ging sehr, sehr schnell jetzt. Haben sie vielleicht gesprengt oder so. Jetzt kommt von der anderen Seite, kommen auch noch Leute oder was? So wie es sich anhört, ja. Komisch, warum das Fenster beim ersten Schuss nicht kaputt ging. Sehr, sehr merkwürdig. So, ich konzentriere mich wieder ein bisschen, also nicht wundern, wenn ich nicht so viel rede jetzt. Finde ich immer schwierig, konzentrieren und gleichzeitig versuchen, irgendwas zu erzählen. Manche können das. Ich kann das nicht so gut. Wo sind sie denn? Ich habe halt bisher noch keinen einzigen gesehen. Da ist einer in die eigene Falle gerannt. Mal versuchen, da durchzuschießen, aber ich sollte auch nicht so viele auf Verdacht schießen mit der Krag wegen der Munition. Ist immer ein bisschen schwierig. Oh, fuck. Einen Hitmarker bekommen. Ja, fuck, beide tot. Das
es kracht natürlich. Halt nichts mehr machen, leider. Ja, da kann ich nichts machen gegen zwei Leute dann da draußen, schade. Links war einer, rechts war einer. Ich konnte nicht aufheben, weil die oben am Fenster waren. Schade. Schade, schade, schade. Die war jetzt aber sehr kurz. Da hing noch eine dran auf jeden Fall. Die war sehr, sehr kurz. Ja, links einer, rechts einer. Oder ich hätte halt nochmal irgendwie weggehen müssen. Nach hinten weg. Vielleicht. Aber das dachte ich so einfach, wenn halt zwei Leute schon vor dir stehen. Dann kannst du eigentlich kaum noch weg. Und schießen die dir halt einfach in den Rücken. Schade, schade. Aber irgendwie, es ist auch ein bisschen verflucht. Immer wenn ich mit der Krack spiele, dann verliere ich meistens. Deswegen bin ich irgendwie auch froh, wenn ich die Quest hier hinter mir habe erstmal. Dann brauche ich die erstmal nicht mehr spielen. Ja, es sind halt aber immer noch 700 Damage. Ganz schön viel. Drei Gator-Traps noch, das kriegt man hin, das macht man sowieso nebenbei. Ja, dann rüsten wir nochmal einen neuen mit der Krack aus, würde ich sagen. Machen nochmal Reshuffle, vielleicht hier mit Bullet Grubber und Beastface. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich nehme die mal, ja. Ja, packen wir uns wieder eine Krack ein und eine Sparks-Pistole. Moment, Krack, hier haben wir sie. Und dazu die obligatorische Sparks-Pistole für die Munition. So, dann nehmen wir uns ein Knuckle Knife mit. Knuckle, Knuckle, Knuckle. Natürlich einmal Heilung und Choke Bombs für die Mates. So, eine Flashbomb, einen doppelten Dynamit und eine große Heilungsspritze. Und dann geht's wieder rein da. Zack und go. Der eine spielt auch die Krack, interessant. Scheint auch ein Deutscher zu sein, 7 Grau. Hört sich zumindest sehr deutsch an. So, dann suchen wir ein Match und dann gehen wir wieder Rin da ins Bayou. Rin. Das war ja eben wirklich sehr kurz, aber gut, ja. Entweder gehst du halt davon aus, dass da Spawnfight ist, wenn da Direktschüsse sind, oder halt der Boss wird gemacht. Oder einer ist laut und schießt da die Käfige oder so weg. Das gibt's auch manchmal, aber... In dem Fall war es dann der Boss. Kurz und knackig war das eben. Kurz und knackig. Na, hoffen wir mal, dass das jetzt besser wird, jo. Ich würde nämlich gerne auch mal vielleicht irgendwie ein paar längere Kämpfe haben, wo ich da auch mal ein bisschen mehr Schaden mit der Waffe machen kann. Ich meine, klar, ich könnte auch Sniper spielen, aber ich bin halt wirklich nicht der Sniper-Spieler, ey. In dem Spiel hier zumindest nicht. Weiß nicht, ist irgendwie nicht meine Spielweise. Finde ich irgendwie zu langweilig. Hello. Ja, noch die Mates begrüßen, ne? Für die richtige Stimmung. Kann nicht schaden. Oh, da sind Krähen. Dann holen wir den ersten Hinweis hier in Reinhardt. Was ist da?
man hier nicht hoch? Nee. Ja, den Kluen Reynard sollte man schon auch holen. Und der ist oben drauf und da sind schon wieder Krähen. Ey, hier sind überall Krähen. Hat der den Boss gefunden oder? Ich würde halt schon gerne den Clou eigentlich holen noch. Da muss er erstmal hochkommen da. Er ist schon oben, okay. Ja, dann perfekt. Spinne wird schon verbannt, okay. Scupper Lake, ja, beide Compounds in der Ecke. Allens Fischfarm und Scupper Lake. Scupper Lake. Der Peak ist gefährlich. Scrappico, Scrappico. Machen wir hier einmal die Fenster zu, ich kann keiner was reinwerfen. Aua. Noch weiß, alles im Rahmen. Aua! Ich bin fast tot wegen deiner Bombe. Eieiei. Ich renne mal um mein Leben. Er kommt doch die ganze Zeit hinter mir her. Weiß, ne? Machen wir da noch zu. So, aber das hier schon mal prepared soweit. Vorbereitet für den Kampf. Der mit Sicherheit kommen wird, wahrscheinlich. Machen wir das hier noch weg. Da machen wir einmal zu. Haben wir denn Fallen? Er hat noch eine Konstantina und er hat auch Konstantina Traps. Okay. Der andere auch. Das ist gut, aber ich habe keine. Wäre natürlich besser, wenn einer noch Giftfallen hätte. Könnte man die Combo machen aus Gift und Stacheldraht. Jetzt in dem Fall nicht, aber ist auch nicht schlimm. So viele Fischis. Guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Jetzt erstmal so einen geräucherten Fisch, ey. Geil. Ich liebe ja auch Lachs. Lachs ist, glaube ich, echt mein Favorite Fisch, den ich bisher gegessen habe.
Esst ihr gerne Fisch? Wenn ja, welchen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Oder wenn nicht, könnt das ja auch reinschreiben, dass das nicht esst. Gerne. Würde mich interessieren. Würde mich schon interessieren. So ein schöner Fisch. Ja, manchmal geht das schon. Besten Filet oder so. Ich hasse das ja, wenn man immer die Gräten rausfummeln muss, aber gehört ja irgendwo mit dazu teilweise. Deswegen esse ich persönlich lieber Filet. Oh, ich glaube, hier kommen Leute. Ich meine, ich hätte eben hier eine Dings gehört. Eine Flare-Pistol. Also bei uns kam du aus. Okay. Ja, die andere Bounty kommt auch. Ich glaube, jetzt wird's voll. Ich glaube, jetzt wird's voll. Weiß aber nicht wo genau. Vielleicht mal aufpicken, ne? Die Bounty. Na, da hinten, okay. Und da sitzt auch einer, okay. Ja, weiß ich nicht. Meistens, wenn ich ans Fenster gehe und da pieke, kriege ich immer direkt einen Header. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da pieken will. Denke mal eher nicht. Aber es kribbelt natürlich schon so ein bisschen. Und die anderen sitzen auf der anderen Seite, das heißt da oben im... Oder gehen die raus? Die gehen, glaube ich, raus, oder? Sieht mir fast danach aus. Ich glaube, die gehen raus, die anderen. Okay, ich bin tot. Jo, die hat mich voll erwischt. Ich meine, wir hatten die gleiche Idee. Wir hatten einfach die gleiche Idee. Aber ich glaube, er hat mich halt gekillt und ich ihn nicht, leider. Ich wollte halt eigentlich noch das Fenster wieder zumachen. Das hat aber nicht geklappt. Dann war ich halt schon, war die Granate schon reingeflogen und ich konnte nicht mehr weg. Schade, ey. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht gekillt, leider. Weil ich halt da ein bisschen gepanikt bin, wo mir die Splittergranate entgegenkam. Ich hoffe, die können mich schnell wieder aufstellen. Also, aber das Fenster ist ja auch kaputt da, ne? Scheiße, ey. Ja, das war sehr, sehr unglücklich. Jetzt wird's auch richtig voll hier. Wird's richtig voll hier. Ach, da liegt eine Falle. Fuck. Ja, unten laufen die alle rum. Einfach mal durchschießen. Ich glaube zwar nicht, dass ich was treffe. Vielleicht. Ne, ich habe keine Explosives mehr. Fuck.
einer gestorben. Keine Ahnung, wo da Leute sind. Gerade wirklich die Übersicht verloren, absolut. Absolut die Übersicht verloren hier. Wieso ist sie denn da schon explodiert? Die ist am Geländer hängen geblieben, die Flashbang, oder? Oder was war da los? Muss ja. Oh mein Gott. Das ist gerade nicht passiert, ey. Das gibt es nicht. Ich wollte sie gerade messern, da plumpst sie runter, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja wirklich gar nicht. Digga, was passiert hier, ey? Ist das unfucking fassbar, Mann. Das gibt es nicht. Das ist nicht meine Runde, ey. Absolut nicht meine Runde. Da versuchst du wieder es schön zu machen und er stand ja nur da. Er hat ja gerade eine Dings gezündet. Und dann plumpst sie runter und ich kann sie nicht mehr messern. Das gibt's nicht. Na, hier unten sind auch noch Leute. Weiß aber nicht wo. Sehen nicht da. Ah, okay. Da stand auf einmal AFK da oder was war das? Oder eng fest? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Steigt hier sowieso nicht mehr durch gerade. Crazy. Weiß halt auch nicht, ob die dazugehört zu denen. Wer hier zu wem überhaupt gehört. Absolut kein Plan mehr, ey. Ich weiß es nicht. Irgendwer sneakt hier unten, glaube ich, im Matsch rum. Das Ding ist, ich kann halt auch nicht mehr viel machen. Bin ich einmal tot, dann bin ich halt komplett tot. Ich
dann können die mich zwar retzen mit Bounty, aber viel mehr dann auch nicht. Er läuft da unten im Wasser rum. Das ist wahrscheinlich kein Winkel drauf. Oh, die geht trotzdem durch, was? Na, probieren. Ach komm, noch Munition. Scheiße. Ach, fuck. Ja, ich musste halt weg, sonst hätte mich die Nate gekillt. Und dann bin ich leider in den Stacheldraht reingefallen. Unlucky für mich. Aber meine Mates machen das auch nicht. Kommt, ihr macht das. Fuck. Ja, da kam nur einer von denen. Shit. Das war's jetzt halt. Das war's jetzt halt. Jupp. Da machst du nix. Mit einem Balken nur noch. Ach, schade, Mann. Schade, 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 ey. Ist das bitter. Aber auch gut gespielt von den Gegnern. GG. Die Frage ist, war das die, die da im Eingang lag hier? Ja, das war die, ne? Das heißt, die Brandgranate habe ich... Hat die auch gar nicht getroffen? Oder wie? Ja, scheinbar nicht, aber ich wollte auch eigentlich eher mehr so den Aufgang abdecken. Aber vielleicht hätte ich sie lieber mal zielgenau angezündet. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Naja, schade. Die haben es halt gut gemacht. Muss man auch wirklich so sagen. Also verschiedene Eingänge benutzt und. Dann hast du halt irgendwann keinen Überblick mehr. GG. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, viel Spaß, schönen Tag. Ciao, ciao. Say goodbye, no.